Die Bahn hier hinter mir ist von jeder Herbstmesse eigentlich gar nicht wegzudenken und von jeder fast schweizweiten Kilby eigentlich auch nicht. Und so kult wie die Bahn ist, ist eben auch der Spico. Das ist der Paul Leupi und der arbeitet hier schon seit 27 Jahren. Tut auch die Leute motivieren, auf die Bahn zu kommen. Wir dürfen ihm jetzt einmal über die Schulter schauen. So, dafür haben wir. Dankeschön. Der Alois, der uns die Türen aufmacht. Jetzt gehen wir mal schauen, wie das der Hans Leupi, der Paul Leupi, Entschuldigung, hier so macht. Lassen wir mal den Kameramann noch reinkommen. Guten Tag. Herr Leupi, Sie sind da schon dran, die Leute zu animieren, dass sie auf die Bahn kommen. Ja, das gehört dazu. Das ist mein Job. Und gerade jetzt, wenn wir schwächere Betriebe haben, ist das noch ein relativ wichtiger Faktor. Zum wievielten Mal machen Sie denn die Ansage heute schon? Ja, das habe ich nicht zählt, aber sicher zum x-ten Mal. Dann lassen wir Sie doch jetzt, wir schauen Ihnen einfach einen Moment über die Bühne, wie man das so macht, dass da möglichst viele Besucher auch auf die Bahn kommen. Und vielleicht können Sie ein bisschen erklären, welche Knöpfe Sie hier drücken. Jetzt im Moment müssen wir immer schauen, dass wir die leeren Gondeln unten haben und nicht oben. Dass die Leute nicht noch durchspazieren müssen. Und mit dem No-Fahr-Schaltgang mache ich das jetzt. Und dann muss man auch richtig laden. Das ist ganz wichtig für die Kassierer, weil die Kreuze müssen gleichmässig geladen sein, die Fahrgäste müssen gleichmässig verteilt sein. So können wir die Motoren schonen. Was sagen Sie jetzt in so einem Fall? Jetzt sind Sie natürlich wegen uns relativ still. Machen Sie auch eine Ansage, dass die Leute noch mehr kommen? Natürlich, das gehört dazu. Das mache ich ja fortwährend. Dass ich die Leute mobilisiere, Chips lösen, einsteigen. Das gehört dazu. Und an einer Rumfahrtschaft speziell. An einem Autoscooter macht man das nicht. An einer Nachtbahn auch nicht. An einer Geisterbahn nicht. Aber an der Rumfahrtschaft ist es rekommandieren. Ein wichtiger Punkt. Wie tönt das auf der Calypso? Vielleicht können Sie es ja gerade mal machen. Jawohl. Wir haben noch freie Gondeln, einsteigen zu sitzen. Und wir nehmen Sie gerne noch mit auf die neue Fahrt. Hallihallo Basel, es ist Herbstmesse. Noch ein ganzes Weile. Sie sind dabei, steigen die. Hinein geht's, auf geht's. Jawohl. Wir nehmen Sie gerne noch mit auf die Tour. Was haben Sie denn hier alles für Knöpfe, die man hier sieht? Hat man ja überhaupt nicht den Überblick als Leiter? Es sind natürlich viele Knöpfe, die eigentlich funktionslos sind, wo nur eine Anzeige ist. Und es sind zwei Fahrpulte nebeneinander. Wenn das eine aussteigt, hat man das zweite. Oder wenn jemand anderer an der Kasse ist und einer fährt, nimmt man das linke Fahrpult. Wie lange wartet man in so einem Fall, bis die Bahn voll ist oder fährt man alle? Das ist unterschiedlich. Also jetzt beim schwachen Betrieb können wir nicht warten, bis sie voll ist. Aber wir schauen schon, dass wir möglichst viel können einladen aufs Mall. Und wenn ich dann sehe, es ist niemand mehr unten an der Chipskasse, dann starten wir auch. Dann starten wir doch jetzt einmal. Das ist jetzt der Fall. Jetzt starten wir mit der Fahrt. Es geht los. Viel Vergnügen. Wir starten. Jetzt machen Sie schon das 27 Jahre, Herr Leupi. Ist es immer noch das gleiche Gefühl wie am Anfang, wenn Sie die lachenden Gesichter sehen auf der Bahn? Es hat sich nicht viel geändert. Ich bin einfach älter geworden. Wenn Sie sagen 27 Jahre, 27 Jahre ist Calypso meine, aber hier innen bin ich eigentlich schon seit fast 40 Jahren. Ich habe dem Vorbesitzer schon geholfen, die Bahn bedienen. Und ich habe angefangen als Chipskassierer, als ich 18 war, das ist das nächste Jahr 50 Jahre her. Wenn Sie so zurückschauen, was bedeutet Ihnen die Calypso? Ja, Calypso ist ganz kurz über einen Nenner gesagt, das ist mein Leben. Und darum werde ich mich eines Tages aber relativ schwer von einer trennen. Und mit jedem Jahr, wo ich an der Herbstmesse bin, kommt der Moment ein bisschen näher. Genießen wir doch gerade noch mal Ihre Ansage. Ist das einstudiert, was Sie da mit den Leuten sagen? Nein, das ist spontan. Ist das immer ein bisschen das Gleiche? Es ist Grund, Rekommandierung ist schon gleich, aber man tut sie auch variieren.
glaube, die brauchen jetzt ein bisschen Unterhaltung. So, Schuss jetzt. Jetzt fahren wir schneller mit Tempo. Tempo, Tempo, Tempo. Jawoll. Das ist Original Calypso. Man sieht ja, ihre Angestellten machen auch ab und zu eine Runde. Das ist erlaubt. Wenn wir freie Gondeln haben, ist es erlaubt. Dann ist sogar ein Stück weit gewollt, dass wir ausgleichen können. Aber ja, natürlich der Plausch sind alle Serien, die das freiwillig machen. Und die haben den Plausch und dürfen mitfahren. Sieht man sie auch ab und zu auf der Calypso, hey Leute? Mich sieht man ganz sicher immer bei der Probefahrt. Da muss ich selber dabei sein, oder es ist eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz, damit ich merke, wo noch Vibrationen sind, die wir aufheben müssen. Und es kommt jemandem mal vor, dass ich auf die Toilette gehe und retour komme und ich sehe, ist gerade der Gondelfreier, ist gerade am Anfahren, dass ich einsteige und eine Runde mitfahre. Das schon. Ich glaube, die armen Gäste, die hier jetzt auf der Bahn sind, müssen wegen uns auf ihre Ansagen verzichten. Schiessen sie los, Herr Leu. Kein Problem, die arbeiten es auch mal ohne mein Geschnurr. So, wir erwarten Sie bei der nächsten Fahrt, lösen Sie jetzt schon Ihre Fahrschips an der Kasse. Calypso ist für die ganze Familie eine vergnügliche, eine verträgliche Fahrt für alle. Und in Basel pfeifen es die Spatzen vom Dache. Calypso fahren ist eine tolle Sache. Und der Horreifen, der da gerade rausgeflogen ist, den kann man dann noch wieder abholen. Oh, wir hören jetzt hier irgendetwas pieps, das heisst? Jetzt piepst, das ist Fahrzeitbeschränkung, das heisst, tut mich daran erinnern, gerade wenn ich mit jemandem im Gespräch bin oder am Telefon wie jetzt mit Ihnen, dass dann jemand Zeit wäre abzustellen. Wir wollen ja nicht, dass die Leute aussteigen und es ihnen schlecht ist. Ist auch schon vorgekommen, dass jemandem schlecht geworden ist? Es gibt ein ungerades Mal. Aber meistens ist nicht Calypso allein die Ursache, sondern Brotwurst und Niedelzeltchen, was man an einer Messe noch schlägt und isst. So, wir halten wieder eine neue Runde. Eine neue tolle Fahrt für Sie. Wir wünschen allen natürlich eine wunderschöne Herbstmesse und den neuen Fahrgästen eine tolle Calypso-Fahrt. Herr Leupi, wie lange kann man mit Ihnen an der Schweizer Kielbis noch rechnen? Das ist eine Frage, die ich nicht beurteilen kann. Erstens ist Gesundheit der wichtigste Faktor. Zweitens Motivation, Freude. Das spielt auch mit. Aber ich denke, man wird noch eine Weile mit mir können rechnen. Das freut uns. Wir sagen Dankeschön vielmals, haben wir hier eine Runde von der Calypso dürfen mitschauen. Der Haarreifen, der gerade rausgefallen ist, der kommt jetzt wahrscheinlich noch zum Besitzer zurück. Das ist Ihnen ein Anliegen? Das ist mir ein Anliegen. Es wird viel Handys verloren drinnen oder Schlüsselbund. Wir bringen immer jeden Tag alles aufs Fundbüro, dass die Leute ihre Sachen wieder haben. Da wollen die Nächsten gerade einen Chip kaufen. Wir würden uns an dieser Stelle verabschieden. Und schauen wir mal mit dem Herrn Leupi, ob wir vielleicht auch noch so einen Chip bekommen, zum einmal mitfahren. Wir haben hier gewonnen vom Familienpass. Wir haben uns bedanken bei Ihnen, dass Sie das großzügigerweise geschenkt haben. Also meine Kinder freuen sich jetzt sehr auf die Fahrt.